Jetzt wird's wieder hell. Jetzt wird es hell, wo ich von dem blöden Felsen da oben runter bin. Wo ist der Weg? Doch, geradeaus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich höre schon wieder so bekackte Langbeine. Hab ich da Lust drauf? Nein. Hat mich da irgendein Vieh bemerkt? Ja. Gehe ich da mal in Deckung? Besser ist es. Ich muss da rauf an dem Dingens vorbei. Weiß schon mehr, was es war. Die Dicken halt. Was verfolgt mich denn da? Ach, nur ein Stürmer. Okay. Das ist ja noch recht harmlos. Langbein. Achso, ist noch der verletzte Dingenskirchen von vorhin. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Oh, hier offensichtlich regelmäßig. Genau. Ist schon das Banditenlager. Jetzt habe ich aber irgendwie das Gefäß verpasst. Ja, ich gehe erstmal mich verstecken. Nee, ist nicht zum Verstecken. Doch, so gerade. Und gucke nochmal rein. Ah, nee, ist erst da vorne. Irgendwo. Vielleicht machen wir erst das Banditenlager und holen uns dann das Gefäß. Ach, da sind alte Trümmer, der visiert gar nicht den an. Das ist der Alarm. Der Regen wird meine Spur erstmal verwischen. Quer darüber laufe, sehen die mich ja irgendwie sofort, habe ich das Gefühl, ne? Unser Kumpel Neil? Neue Quest? Das könnte Neil sein. Das ist der Sack auf der anderen Seite ist. Das ist natürlich besser, wenn ich hier, wenn es zum Kampf kommt, muss ich nicht alles alleine machen. Da muss ich das Banditenlager aber einmal umgehen. Nickel? Das hält sich eine Weile. Es wäre ja ganz schön, wenn wir ein bisschen Verstärkung haben. Ist ja eh irgendwie unser neuer bester Freund, der Mann. Der Fluss beherbergt irgendwie auch keine Fische. Nicht zu nah ran, jo. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ich will nicht von denen entdeckt werden, bevor der Spaß losgeht. Neil, ich wusste es doch. Jetzt kommt wieder unser Banditenkiller.
Hallöle, alter Freund. Wie geht's denn so? Ich wartete auf dich. Warten steigert die Vorfreude ins Unermessliche. Wie viele sind es inzwischen? Ich zähle nicht mit, Neil. Du zählst nicht mit? Manchmal bist du mir ein Rätsel. Bist du wie wir oder doch etwas anders? Hoffentlich etwas anders. Das willst du dir doch nur einreden. Wollen wir anfangen? Geil, so wie dieses Banditenkillen für einfach für ihn so Spaß und Job gleichzeitig ist. Es ist wie so ein Sport bei ihm. Bester Mann, einfach bester Mann. Können wir den nicht heiraten oder so? Wollen wir anfangen, fragt er noch so. So das Normalste von Welt. Zack, einer hinüber. Das ist aber schwer da reinzukommen, ohne gesehen zu werden, wa? Da würde ich ganz gerne rüber. Ich hoffe, der ist nicht zu weit weg. Da ist die Frage, ob mein Pfeil jetzt vernünftig da durchkommt. Oder ob der. Ah, Neil, geh doch bitte aus dem Weg! Kommt er. Läuft er mir ins Bild? Junge, was stimmt nicht mit dir? Dicken kriegen wir mit einem Pfeil in der Regel nicht weg. Aber natürlich mit einem stillen Angriff schon, einem Nahkampfangriff, wenn der uns denn dann, wenn er denn nah genug rankommt. So, was haben wir noch? Auf der Seite ist schon mal keiner. Jetzt noch rum, da oben ist der Dicke. Noch ein Dicker. Ich wollte gerade fragen, ob ich ihn da runterlocken kann, aber ich sehe schon, wir holen jetzt mal den da. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Okay, alles klar. Das ist sicher hilfreich. Warum dreht die Musik so ab? Wurde nicht entdeckt. Alle umgelegt. So, was ist mit dem da oben? Können wir den runterholen? Nee. Irgendwie zu weit weg oder weil ich hier nicht im Sichtfeld habe. Man weiß es nicht so recht. Kann ich generell schwer erkennen, wie nah man rangehen kann, ohne entdeckt zu werden. Der Dicke ist übrigens eine Sie. Die Dicke, das also. Ich. Passen, ich könnte mich von da sehen, wenn ich nicht vorsichtig bin. Wo ist denn hier der Gegner? Ach da, mit dem Rücken zu mir. Ja, super. Frage, ob er da gesehen wird, wenn ich den von hinten kalt mache. Ich hoffe nicht. Mich darauf. Weiß es nicht. Aufklettern? Ganz offensichtlich nicht. Weil es mal wieder nicht erkennbar ist, ob man da hochklettern kann oder nicht. Hochklettern können, verdammt. Welche Richtung guckt der? Ja, also mehr oder weniger in meine. Nicht schön. Ja,
Von hier wird das nichts, glaube ich. Oh, zwei Heiltränke. Zappalotte, werf uns gleich mal einen ein. Ich würde gerne die Truller da haben, aber... Die Frage, ob ich den auf die Entfernung kriege, oder... Kriege ich. Wer hier was einsehen kann von denen. Ja, nichts mit. Die da kann halt was sehen, sobald sie sich umdreht. Gras? Gibt's nirgendwo. Frage, dreht die sich um oder tut es nicht? Ach, die ist schon zu mir gedreht, ne? Boah, man kann ja gar nichts erkennen hier. Mein Nil wird seinen Spaß haben, wenn er zum Kampf kommt, aber ein großes Gefecht möchte ich eigentlich gar nicht. Noch ein Heiltrank. Spendabel sind sie ja, ne? So, hier in der Richtung ist es, glaube ich, nur noch der eine. Nächste ist jetzt da oben. Merci. Den gab es quasi for free. So. Die Richtung sind auch noch welche. Hey, Leute. Mach es uns nicht schon wieder so schwer. Das sind ja noch eine ganze Menge, ne? Hier kann ich da keinen Schlag von oben machen, ne? Doof, ich da runter jump und dann hört er mich einfach. Ich kann leider ganz schlecht abschätzen. Schenkt mir keine Beachtung. Oh, irgendeiner hat was mitbekommen. Er hat was gemerkt da drüben, aber ist hinüber. Skuren war wieder schneller. Und er war dümmer. Ach, ist das schön. Da sagt meine Festplatte. Ja, hiermit müsste ich gleich, mit dem Game müsste ich gleich mal eine Pause machen. Sonst ist die Festplatte voll. Das Banditenlager und das Gefäß dahinter holen wir uns aber noch. Haben wir denn da noch? Eins, zwei. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Ist zwar noch einer, aber kann ich gerade nicht anvisieren, zu weit weg. Also. Drei, vier, fünf. Sechs sichtbar, einer zu weit weg. Lalala.
Aloy ist da. Gefangene. Das sind nicht nur simple Ganoven, sondern auch Sklavenhändler. Können wir dieser Ast bitte weggehen? Ich würde gerne vernünftig zielen dürfen. Ich weiß ja nicht, wer von denen was sieht. Möglicherweise sieht der eine jetzt, wie ich den anderen umlege. Nee, hat er nicht. Könnte ein bisschen weit weg sein, auf die Entfernung, aber ich probiere das jetzt einfach. Kriegt er. Drei plus den hier übrig. Die sitzen leider ein bisschen zusammen, da die Knilche. Neil, hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Das sieht wahrscheinlich hier gar nicht. Das kommt mir gelegen. Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Das Gefäß, sehr gut. Ach. Drei Stück. Wie werde ich die denn jetzt mal los, die beiden? Da, die sitzen ja direkt nebeneinander. Neil, kannst du hier mal ins hohe Gras kommen, bitte? Ich möchte ja nicht deinetwegen ertappt werden. Aber ich werde irgendwie auch gesehen. Warum? Weiß ich nicht. Ich bin noch im hohen Gras. Ach Gott, nochmal. Das zu dem komischen Gameplay, ne? Ich bin hohen Gras, aber die sehen mich halt alle. Naja, sie sehen mich halt trotzdem. Ja, irgendwie ist es nicht hoch genug. Den einen umlegen, gucken, wie der andere reagiert. Helft mir mal, ihr Trottel! Ich kann sagen, Neil, der Letzte, gib ihm. Oh Gott, ich bin nämlich zu doof. Sauber. Geht doch. Bis auf diesen Letzten quasi nicht entdeckt worden. Kann ich mich mal selber ein bisschen für feiern, glaube ich. Die Osram-Verräter werden der Wahl auf dem Weg nach Hauptquell bestimmt einfach verlieren. Ganz ruhig. Aloy, Gefahr ist gebannt. Sie hat sich zwischen den Mörder und unseren Sonnenkönig geworfen. Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Die Osram haben einen zu großen Einfluss im Palast. Was denkt ihr sich dabei, der Wahl laufen zu lassen? Muss mal kurz in mein Inventar ein bisschen aufräumen. Modifikationen haben wir genug. Skulpturen muss ich mal loswerden. Ofenweise. Zünder. Drähte werden auf keinen Fall vertickt. Das mangelt eh immer. Hm.
Teile mal eben komplett auffüllen. Haben wir noch ein bisschen Platz. Und den hier erstmal wieder angewählt haben. So, Neil, wo bist du? Ich soll mit dir reden. Muss der denn wieder da, raus, da draußen irgendwie rumgeistern? Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ein Osseram versucht, den Sonnenkönig umzubringen. Jetzt hört er mal auf, alle auf dem König rumzuhacken. Der letzte war schon böse genug. Jetzt seid er mal froh, dass ihr einen guten habt. Neil, wo bist du? Da oben irgendwo. Jetzt kommen wir wieder. War bestimmt wieder aufregend für ihn. Diese Augenblicke sind so erfrischend, nicht wahr? Das war deine bisher am wenigsten gruselige Bemerkung. Dein Spiegelbild in ihren Augen kurz bevor der Schleier des Todes sich über sie legt. Alles klar, es geht wieder los. Weißt du, Neil, falls du die Banditen leid bist, es gibt eine Gruppe namens Eclipse. Das ist eine politische Situation. Sie sind Mörder und stellen eine Armee aus Maschinen auf. Das ist etwas mehr als Politik. Ich habe nun mal meine eigene Sicht. Außerdem halten die Schattenkarja garantiert nicht mehr lange durch, wenn du zum letzten Schlag ausholst. Es war ein weiter Weg aus dem Noraland. Wo bist du gewesen, Neil? Ich hatte gehört, die Straßen im Sonnenreich wären nicht mehr sicher. Und zum Glück war es auch so. Hinterhalte, Überfallkommandos, sogar korrupte Maschinen, tödliche Wunden öffneten sich wie von selbst für meine Pfeile. Aber das wusstest du bereits. Du bist den Grat zwischen Leben und Tod gewandert. Das sehe ich. Ja, eine lange Geschichte. Mit vielen schnellen Enden, hoffe ich. Bester. Leb wohl, Neil. Ich will dich nicht beunruhigen, aber die Banditen werden weniger. Da wünscht man sich, man könnte sie mehrmals töten, nicht wahr? Nein, einmal reicht. Oh, Aloy. Du hast natürlich recht. Einmal reicht. Wenn man es wirklich gut anstellt. Okay, leb wohl, Neil. Hey Leute, war doch keine Spaßbremse. Leb wohl, Neil. Gut, dann werde ich das mal zum Speichern benutzen, weil mit Horizon muss ich jetzt erstmal von der Festplatte wieder ein bisschen Platz schaffen. Aber ich spiele, glaube ich, gleich noch ein bisschen Hellblade. Wollen wir ein bisschen Hellblade weitermachen? Ich glaube ja. Ich entscheide jetzt einfach, dass wir das wollen. Da werde ich dann auch unsere Alerts wieder einstellen. Ist nur gerade die Frage. Du siehst aus, als wärst du ein von hier. Wo ist der Speicher? Da vorne.